Hallöchen! Hallo! Hallo! Nicht wundern, dass wir hier gerade schon irgendwo am Arsch der Welt nur zu dritt auf dem Bildschirm zu sehen sind. Wir hatten aufgenommen und haben dann bemerkt, die Story ist so ein ganz klein bisschen abgeschissen. Und die Aufnahme war dann nicht brauchbar, die schon daraus entstanden ist. Nach 2 Minuten ist es einfach abgeschmiert und ja, jetzt sind wir halt einfach mal hier. Miese, meine lieben Freunde, aber kommt vor, ist mir auch schon 1000 Mal passiert, von daher. Nur um es klarzustellen, Martin ist schuld. Das passiert jedem einfach. Der Tropi hat meine Festplatte mit Aquaknarre bestäubt. So, jetzt zählt das mal bitte alle durch. 1. 2. 3. 4. 7. So weiter. 5. Wir sind 7 Leute. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betten. Schön, dass du zählen kannst. Ja. Machen wir ein 7, dann haben wir es. Nee, das 7, der kriegt kein Bett. Hab ich jetzt beschlossen. Guck mal, es leuchtet schön. No. Ah, Gott! Okay, Lawinen-Action! Oh, fuck! Oh. Warte mal, fackeln, ich seh nix! Oh. Ich seh auch nix, aber ist egal. Ich sag gar nicht, geil! Es geht weg. Kohle! Oh, Kohle! Kohle! Gold, nix, Gold! Oder? Müsst ihr mal diesen einen Let's Player nachmachen? Welchen Let's Player meinst du? Um welche geht's? Ich weiß auch nicht, wen du meinst. Ach so, ein ganz bestimmter. Ich kenn jetzt keinen, der die ganze Zeit Kohle sagt. Er sagt ja immer Kohle. Was ist Kohle überhaupt? Oh, ich hab überhaupt keine HP mehr, was ist denn los? Warum bin ich nicht tot? Was, Leute, ich hab vielleicht eine Idee. Bist du gleich tot, wir sollten ein Lied machen. Oh. Das heißt ein dann Lied. Elektro-Titte. Oh, oh das ja. Das ist cool, ey. Das oder? Sagt das so viel Latino aus über uns. Da mach mal. Ja, yeah, Elektro Island. So. Was jetzt? Weiter runter? Hier ist Lawine. Okay. Lawine! Oh. Ah, Gott! Oh, 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 ich seh nichts. Kohle! Kohle? Wo? Oh, Kohle! Gold, Geld. Oh. Warte mal, ich muss jetzt mal so eine Tür craften. Ah, ja, für den Fall. Achso, ich erkläre nochmal ganz kurz die Zuschauer, ob was sie verpasst haben. Wir haben einfach nur schon mal mit dem Ausbau unseres Hauses begonnen und Sandra macht jetzt, unser Flämmchen macht jetzt hier schön eine Farm, beziehungsweise ist schon dran und wir haben leider noch keine Samen gefunden, die zu bestäuben, außer ihr seid da oben an der Oberfläche schon irgendwie fündig geworden, ich weiß es ja nicht. Nur eine Weintraube. Also eine einzelne Weintraube wird ein ganzes Feld später. Ich hab auch bloß Weintraube. Sind doch 6 Männer, da werden doch wohl irgendwo. Nee, Quatsch. Ja, guck mal, wenn wir jetzt das Sammeln anfangen, haben wir Milliarden da rumliegen, also. Naja, reicht doch für ein Feld, oder? Wir sind 6 Männer und nur die eine Frau, die ackert. Mm. Geil. Ja, wir arbeiten hier 100 Tage, das ist ja wohl auch ackern. Hier ist ein Dungeon. Echt? Wir hin. Dungeon. Ach du Scheiße, wir sind wirklich auf den Dungeon gestoßen. Ey, warte mal, da oben ist noch Silber oder Plastik. Ja, das nehmen wir uns alles mit. Wartet, Leute. Okay, ist keine gute Idee, wenn wir jetzt runterspringen, es kommt ja direkt giftiges Wasser. Oh, da oben ist auch noch was. Kommt Gift raus, hast du gefurzt. Aber du hast doch einen Bogen, oder? Den Bogen? Nein. Ja, hab die Phase gefurzt. Ist vorbei. Ja, dann kommen wir mit ihm. Hast du gefurzt? Okay. Da oben ist irgendwas Blaues. Ja. Leute, ah, du. Ich dachte gerade, springt mich schon da von hinten an. Hier unten, du Vogel. Ja, ich bin ein Vogel. Piep, piep, piep. Ja, hier unten. Wir sehen das von runter, kommt im Keller, du Vogel. Ja. Dungeon? Vielleicht winkt der FZ-Schnabelattacke ein. Ich bin leider nicht da. Guck mal hier, da ist jede Menge. Kommst du mit? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, dann warte mal, komm, wir warten. Nein, nicht warten, nicht warten. Nein. Okay, er baut uns eine Treppe. Also da unten ist auf jeden Fall giftiges Gas, oder? Ah, komm, warte, glaub ich hier, komm. Hier, David, warte, ich. Wartet vor mir! Vorausdenken können. Das da? Die Viecher, die da unten rumhüpfen, die sollen angreifen. Ach so. Hey, was war das dritte? Warte mal, wer hat denn. Hier ist in der. Ah, ne, wo ist die Truhe hier reinspringen? Ah, okay, ja, die Giftbrühe, ja, die ist okay. Natürlich giftig. Die Wirklich? Giftbrühe ist giftig? What the fuck? Okay, nur ein kleiner. Oh, da unten ist Erz übrigens. Und da direkt unter dem Stein hier. Moment. Wo? Oh. Nee. Warte mal, erstmal ein paar Packen. Ach doch, da. Super. Gutes Auge. Ich hab das Auge für Erz. Ich hab da nur Durchblick. Ein Erzauge. So, oh, guck mal da, guck mal da! Hast du gehört? Ja, aber auf der rechten was? Seite ist noch eins da. Ah, ich komme da nicht hin. Ich will auch was. Ich will auch was. So, das ist ein Fall für Hydro. Ah, sind wir jetzt hier im Dark rum? Nein, ich will. Hui, Wasser! Die Kranken müssen alle. Hast du Fackeln? Ja, aber ein Zimmer links. Nein. Durch. Doch, hab ich. Ah! Bau die mir einfach mal die Füße weg. Da, hinter dir. Ah! Wollen wir eigentlich wieder in den Dungeon gehen oder haben wir den jetzt einfach mal? Na, das war ja nur ein kleiner Raum, es gibt ja auch nur kleine Räume. Ich habe hier übrigens auf so einem Hügel so eine kleine Hütte gefunden mit so Sägeblättern an der Decke und drin steht so ein lila Ninja.
Oh, geh aber hin, der sagt dir mal Hallo, wäre es ganz nett zu dir. Kann ich da gefahrlos reingehen? Nein, natürlich nicht. Also du wirst nicht um den Kampf herumkommen, wenn du da vorbei willst. Gold. Guck dich mit den Sägeblättern. Nicht zu knapp. Gold. Ja, Sägeblätter sind tödlich. Meinst du? Och, ist nur mal so eine gewagte Theorie. Alter, Kohle oder? Ja. Also wir haben hier eine gute Ernte hier unten. Sehr gut, ja. Ich hab Eisen und Gold. Oh, guck mal da. Oh, ich habe vorhin gesagt, wirklich so auf so eine gigantische Ader, wo wir 15 Minuten einfach nur upcraften können. Yo, oh, Gold. Wir sind schon ziemlich weit runtergegangen, das stimmt schon. Das ist ja fast. Wer von uns hat eigentlich das Campfire im Inventar? Ja, es ist auch Weihnachten, ja fast. Na, noch nicht ganz. Wer das Campfire hat, schon mal bereithalten, weil es wird langsam wieder kälter. Ja. Ja. Es ist gar wieder Tag. Weihnachtsmäßig irgendwas. Irgendwie, was macht ihr denn zu Weihnachten? Ich darf kein Weihnachten feiern, obwohl ich gerne so mit Familie und so feiern würde. Wieso darfst du kein Weihnachten feiern? Wieso das denn? Meine Freundin, die hör doch mal auf, so einen Blödsinn zu erzählen. Du kannst doch abhauen, wenn du willst. Nee, kein Bock. Dann kannst du gerne zu deinem Vater fahren und kannst da Weihnachten feiern. Also von mir aus, wenn das mal ich feier aber kein Weihnachten. Wenn das hier wirklich mal deutschlandweit verboten wird, Weihnachten, dann sollen sie mich ruhig einbuchen, aber ich feiere mein Weihnachten. Richtig. Oh Gott! Moment, das sie sind friedlich. Ja, sie sind friedlich. Schieß auf sie. Einfach mal alle drauf mit dem Bogen. Na gut, wir sind ja gut gefaucht, ausgestattet mit dem Bogen. Hallo? Bitte? Was? Oh. Was? Ja, wo, so Leute, was jetzt mal hier der Reihe nach. Wer macht was an Weihnachten? Oh, was? Hydropi! Ja, bitte? Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Ja, das ist ja klar. Du kannst auch schwimmen, im Gegensatz zu uns. Ja gut, schwimmen können wir auch, aber er kann atmen. Ne, später mit. Oh, das Gold. Wer macht was an Weihnachten? Eine Riesentruhe, warte. Also, was ich zu Weihnachten mache, ich mache erstmal an Heiligabend schönes, fettes Raclette. Raclette zu Weihnachten? Ach, das erinnert mich daran, dass mein Chef mir übelst viel Ente gegeben hat. Gefüllte Ente. Das war lecker. Was heißt lecker? Das wird morgen gemacht. Ich hasse Ente, wird nicht das morgen war lecker. Gemacht. Das wird erst morgen gemacht. Nee, also ich meine, weißt du, der hat einfach mal allen Mitarbeitern gesagt, jo Leute, weil wir Lebensmittelfabrik sind, gibt es einfach für alle Mitarbeiter eine schöne Fresstasche. Nein, toll. Das hat er so nicht gedacht, das hat er vielleicht so gesagt, aber gedacht hat er, hier die ganzen abgelaufenen Lebensmittel, bevor wir sie wegschmeißen, gibt es doch den Mitarbeitern. Gut, ja, das ist gut vorstellbar. Ja, die riesen Schwarzwälder Kirschtorte ohne Schwarzwälder Kirschen war zweite Wahl, stand drauf. Okay, ja gut, das ist ja egal, aber Essen ist Essen, ne? Ich ja. Hab heute schon zwei Stücke davon weggefuttert. Guck mal da, das sind den auch aus wie Pokémon. Das ist ein Mochabel. Ja, ich wollte schon sagen. Nee, das sieht anders aus wie dieser, wohin genau? Na, Wingo hat eher so, hat so Schielaugen, das da sieht eher wie ein Mochabel aus. Wohin egal, genau hat doch keine Schielaugen, das machst du zu Zuraugen. Wohin genau? Drei Bögen, alle schießen vorbei. Hey, warum greift er mich an? Ich hab doch nichts getan. Hallo? Doch. Stehst du einfach nur rum? Wenn er Akku zieht, dann ist es egal, wen er angreift. So, warte mal, ich muss mich erstmal ein bisschen heilen, weil sonst bin ich gleich. Down. Oh, wofür sind wir denn hier gelandet? Oh, kommt Fleisch und Knochen, Alter. Das ist ja geil. Oh, eine Fleischhöhle, lecker. Ah, da kommen die Fresskörbe her. Die gute alte Fleischhöhle. Kein Kommentar. So, was macht ihr denn jetzt an Weihnachten? So, der Futuma, der meinte, der macht Raclette. Jo, das ist super. Was machst du an Weihnachten? Wahrscheinlich Döner. Was denn sonst? Nein, ein Weihnachtsdöner. Ein Weihnachtsdöner? Was ist das denn? Jetzt haben wir Rotkohl, viele Rotkohl. Na, Zimt. Boah. Orangen. Hey, ich komm da nicht hoch, was machst du? Schalen, ja. Wir holen uns nur das Erste, was wir da oben finden. Bestimmt es zwingen, mir Plätzchen zu machen. Plätzchen? Ja, Plätzchen, Weihnachtsplätzchen. Ach, hin, oh, ja. Da, das ist ganz viel Kupfer. Immer eine gute Idee. Oh, Kupfer. Also wir kommen gleich wieder runter. Fondue an Weihnachten. Du weißt, wen ich meine, Fondue? Oder? Mhm. Fondue? Ich kenne es immer nur zu Neujahr, so. Was ist denn Fondue? Ja, vielleicht machen die ja durch. Feiern kann natürlich auch sein. Ja, Fondue ist doch so ein Eimer voller kochendem Fett oder so, ne? Männchen, bist du noch da? Genau. Und da Da kannst du dann mit Fleisch rein. Ich ignoriere einfach dein Fleisch rein. Raclette auf einer anderen Hand. Och nö, nicht ignorieren. Ja gut, also ich kenne zum Beispiel zu Silvester, kenne ich jetzt nur, wie heißt es? Berliner und Raclette. Also das ist so unser Ding, was wir dann immer so durchziehen. ETF, ihr fresst Ossis? Normal. Normal, ne? Damals haben wir euch Pakete geschickt und jetzt fressen wir euch, genau. Ne, Quatsch. Erst gemästet und dann, ne? Ja. Erst mästen, dann nom nom nom. Und dann nom nom nom.
Nee, so zu Weihnachten gibt es bei uns zum Beispiel dann hier Rouladen und Rotkohl und Kartoffeln und ja, das Übliche halt. Na! Ach gut, Entschuldigung. Das ist Wasser! Was isst ihr? Oder was isst du? Ich lasse mich überraschen, wahrscheinlich irgend so ein. Entweder gibt's Fisch oder. Keine Ahnung. Oh Gott, ich werde angegriffen. Wahrscheinlich Ente oder. Ich habe einen Blueprint. Als Alternative, nice. Wie ist es sinnvoll? Oder irgendeine Torte? Keine Ahnung. Damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da haben wir auch noch Fisch gegessen, weil wir polnischstämmige Menschen sind und die essen kein Fleisch an Weihnachten. Mhm. Also. Hm? Aha. Ja, das ist wirklich so. Keine Ahnung wieso. Aber wo ist mein Spinnrad? Katholisch sind hier. Ich aber nicht, deswegen esse ich Fleisch. Wo ist das Spinnrad? Ist das Spinnrad zurück? Ja. Das jude Spinnrad. Alter, mach mal deine scheiß Vogelaugen auf und guck da hoch. Das ist oben neben deinem Bett, du Sack. Aha, da. Aber Hauptsache erstmal die Leute flamen. Alter, ist das ein Goldhaufen da oben? Geil. Das ist meins. Oh, nein. Das geht alles in die Gemeinschaftstruhe hier, Leute. Nein. Ja, mit Gemeinschaftstruhe meine ich meine persönliche Tasche. Ja. Du bist wie die Kirche, ne? Ja, ne? Klingelbeutel. Entschuldigung. Susan, da geht ja. Da braucht jemand Holz, ganz dringend. Er braucht nur seinen eigenen Kopf abzucraften. Oh, Kohle! Da oben ist noch Kohle! Scheiße. Baut das Fleisch ab! Ist das Fleisch? Das ist Flashblock, also ein Fleischblock. Alter, hier haben wir noch nicht überall bekommen hier. Da oben ist was, Kohle! Ist was. Ja, Kohle! Wo ist das ganze Holz hier hin? Habt ihr noch was Holz über? Gib mir das. Ich habe in die kleine Truhe im Haus Holz reingelegt. Ja, da meine ich, mit den Leuten rede ich ja gerade hier. Au, Banane! Ey, ich hab meinen Kittel an, wieso? Hol die Schwerter raus, so hängen wir uns scheiße mit dem Bogen. Töte es. Also hab ich hier so einen Bogen an, Gott verdammt. Oder ich hatte einen. Nö, ich hab immer noch. Was ist das? Mich hat's erwischt, Jungs. Okay, wir sind schon mal einer weniger. Ja. Oh. Du hast ein Cape? Oh, warte. Ja, wo hab ich das her, Gott verdammt? Warte mal. Dave, hast Holz? Holz ziehen. Holz ist in der Truhe. Mich verarschen? Warte nee. Mal. A Cape? Den zeig doch bitte schon. Holds a CTRLK to see futurer than ever. Du hast einfach anscheinend ein Monster getötet und hast dann anscheinend automatischen Loot bekommen. Ja, geil. Jetzt läuft der Pimp mit einem Pimp-Cape rum. Ja, Leute, Junge, ich bin Snoop Doggy Dog. Dave, was ist das? Nee, ich glaub, das hört sich. Mit Robi, wir kommen gleich wieder in die Oberfläche, keine Sorge. Ja, ich werde was fällen für dich, okay? Ich geh Bäume suchen. Aber hier ist so viel Zeug gerade, das nehmen wir alles mit. Erz verseucht hier. Was willst du? Hab ich gesagt, je tiefer wir buddeln, desto besser ist das. Wände will ich jetzt haben. Alter Schwede! Ja, kann ich ja selber auf die Suche gehen. Kachen, hast du Holz dabei? Nee, im Moment nicht. Aber warte, hier ist doch was. Das sehe ich immer so schlecht. Ah, Gold. Ja, passt. Gold. Komm schnell rein. Oh, danke. Komm rein. Wieso denn? Wie vorkommt, mein Freund? Siehst du, ich helfe. Fleisch. Ja. Er hat die Tür auf, ich will da durchschießen, mein Bogen. Ach, du musst mir helfen. Dafür wirst du auch bezahlt. Mann, ich werd bezahlt? Chef. Ich bin King Gaming Dude hier. Was soll's am Start? Also jetzt. Nee, Wasser. Warte. Oh Gott! Alter, was geht denn hier ab? Wahnsinn. So. Wir sind hier auf eine wortwörtliche Ader gestoßen. Das ist. Jo, wer hat sich hier beschwert und hat gesagt, dass hier keine Erze gibt, Gottverdammt? Ich war das. Ja, ich kann mich nicht beklagen hier gerade. Da ist alles nur Kupfer. Da ist ja klar, wir nachher verprügeln, wenn wir erstmal in der Oberfläche wieder sind. Ja. Wollte schon ein Schlag für jedes Erz, das wir gefunden haben. Der hat nachher gute Backen. Achen, brauchst du eine Waffe? Nee, ich habe noch eine. Dem Zeug, was wir hier gleich hochschleppen, haben wir schon mal erstes richtig gutes Zeug zusammen. Elf. Wie viel? Elf. Elf. Ich habe auch eine mit 11. Wie viel Swing Speed? Ein 11. Swing Speed? 1,2000. Und der Swag Speed? 1,24. Okay, hier die hat 1,55, falls du die haben möchtest. Umso schneller, umso besser. Oh. Kannst du. Ja, auf jeden. Wenn du die nicht brauchst, dann. Nö, ich habe eine mit, 15 DPS und 1,2 Speed. Passt schon. Ah, okay. Krass, was wir hier alles finden gerade. Ja. Ein Ding. Warte mal, ich habe auch eine Waffe gefunden gerade. Was war das? Du hast eine Waffe gefunden? Panzerfaust. Ja, aber nur 8 DPS. Eine Panzerfaust? Nichts krasses. Na gut, wenn es besser ist als deine jetzt, als deine Standardwaffe. Nee. Okay. Meine Standardwaffe, die hat auch 8. Also. Dasselbe. Hier ist auch noch ein bisschen was. Hat mich mein Sieb das Flämmchen geht's irgendwie schlecht. Die sagt nichts mehr.
Hallo, Sansa. Der versucht auch ihr Mikro wieder. Nicht schlecht, ich bin einfach nur ruhig. Darf ich nicht mal meine Schnauzen halten? Muss ich so viel labern wie du? Schnauzen. Ja. Oh, erzähl mal, was ist. Erz. Was ist los mit dir? Erzähl mal, Schatzepaff. Hm? Komm. Na komm. Ich renne gerade an der Oberfläche rum und töte Bäume. Ach so, du tötest Bäume, statt du fällst sie nur. Nee, ich töte sie richtig. Ich mach sie richtig fertig. Okay. Mhm. Ich habe jetzt gerade so ein riesen Ding gefunden. Vom Baum, meine ich. Ach, da war mein Penis. Er steckt hier außer Erde und hat komische Pluffelwölkchen dran. Ja, das ist meiner. Ganz klar. Das sind meine Wurzeln, die habe ich jetzt durch die Erde nach oben geschossen. Und sagen, hier bin ich gerade. Schon so weit bist du. Oh Gott. Ich habe keine Chance, ich muss weg. Oh Gott. Was macht eigentlich der Sims die ganze Zeit oben, während wir hier unten uns der mit Gold... Der rennt gerade an mir vorbei. Oh, ich da unten ist Lawine Gefahr. Vor Monstern. Versteckt sich. Wir machen erstmal hier alles weg. Da oben können wir dann eine Lawine schön mit Erzregen auslösen. Ich habe eine Kiste gefunden. Oh, was ist da drin? Was ist da drin? Eine Steinspitzhacke, 5 Silber und 225 Pixel. So, ich hätte auch noch so eine Sache. Ich habe einen Blueprint gefunden für einen Double Jump. Okay. Das ist sehr geil. Ja, so, dann jetzt mal die Bewerbungen, wer sie haben möchte. Ich will die nicht haben. Ihr bräuchtet sie in der Mine wohl eher als wir. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin auch kein Cheater, deswegen will ich das nicht. Aber das sieht cool aus. Das sieht jetzt aus, als ob du furzen würdest und dich dann durch antreiben würdest. Furzen? Ach so, ja, das habe ich hier beim Ziosa mal gesehen. Der furzte dann Schmetterlinge plötzlich. Nee, das ist Butterfly. Oh, Diamanten, Gott. Es wird übrigens dunkel, wollte ich euch nur Bescheid sagen. Ja. Wir sind hier gut ausgeleuchtet. Oh. Ja, mir ist mollig warm hier. Okay, da oben ist die Lawine, die lösen wir jetzt mal aus. Ja, das machen wir, in der Tat. Du gehst voran mit deinem strahlenden Cape, fliegst da rein so. Ja, genau, wie Superman. Okay. Ah! Es regnet Pixel. Unter anderem. Ach, das war schon? Okay, ich dachte, wäre mehr. Wow! Dungeon von bösartigen Vogelfiechern. Bösartige Vogelviecher? Greift dein... Verpiss dich! Mit Plasma-Lasern! Greift dein Lebenspartner dich wieder an, oder was? Nee, der ist es diesmal nicht. Diesmal? Das... Richtig aus. Ah, dieses irgendeine Fleischkreuz, ob man fappen würde. Oh, da hinten. Nee, ich hat's erwischt. Oh. Das ist nicht schlimm. Passiert. Passiert. Ist nur ein Spiel. Passiert. Leute, darf ich mal ganz dämlich fragen, was die CTRL-Taste ist? Das ist die Steuerung. Die Schüttelrüttel-Taste? Wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? Aber ich, Alter. Wir nehmen wahrscheinlich gar nicht. Moment, ich schau mal. Kann ich das gerade nicht sagen? Ich mach einfach mal ganz kurz einen Schnitt und schau mal nach. 18 Minuten haben wir. Zurück. Gott, wir haben eine ganze Partie in der Mine nur rumgehangen jetzt. Leute, könnt ihr das auch, wenn ihr STRG gedrückt haltet? Und ja, können wir. Dann... Können okay. wir. Alter, was bringt mir dieser verdammte Umhang denn dann? Mann. Sieht schön aus. Du hast einen Umhang. Das gibt dir einen Bonus. Die Monster sehen dich dann irgendwie. Alter, der Umhang. Ja, weg hier. Au, Gold. Ist das Silber oder war das Platinum? Das ist Silber. Okay. Platin ist, glaube ich, ein bisschen dicker, hat die gleiche Farbe wie Silber. Ja, das kann ich wahrscheinlich morgen immer noch nicht unterscheiden. Das ist wahrscheinlich auf dem Beta zu finden. Ach, bei Beta. Denke ich mal. Wir hätten hier zwei Türen hingepflanzt. Ich war's. Das fand ich aber geil aus. Alter, Walter. So, fertig geschlafen. Ja, dann guten Morgen. Alter, ich komme hier überhaupt. Guten Morgen. Alter, ich komme hier nicht mal raus. Zwei Türen. Wer hat denn das? Zwei Türen, diabolische Falle. Ah, Junge, das ist. Zwei Türen, jetzt das ist diabolisch. Das ist ja wie ein Big Brother Haus. Wer hat denn hier die ganzen Erze rausgeklaut? Ich schmelze gerade. Aber wenn es lange ist, nicht selbst benutzt, ne? Ja. Hier schön mit Genehmigung hier. Ich bin hier hast der Schulmeister. Ja. Dann gib mir. Gib's mir. Da. Wie kann ich denn hier das Becken jetzt hin? Kann ich diese Chopper-Ohr einschmelzen? Karo, schmeiß mal rum. Ja.
Oh, ich hab dein Eisen. Warte, wie schmelzt sich die denn ein? Einfach, du machst einen E-Klick auf diesen Ofen. Ein E-Klick? Ach so, ja, den E-Klick. Warte, kriegst du gleich wieder. Und dann wählst du dann halt den Kupfererz, schmeißt es dann in die linke Box. Wo bist du? Okay. Ich stehe hier. Guck mal, Dude, rechts von dir, da. Das ist noch okay, was drin. Hör doch mal auf, mit meinen Sachen umzuschmeißen. So, jetzt bitte. Nehm alles mit. Hier ist die Erzbüste. Dummer Junge, fang. Das lohnt sich ja richtig hier. Fette Ausbeute. Oh. Ja, klar. Hast du's? Wir müssen gleich mal gucken, was wir schon haben, ey. Das ist sicher schon eine Menge. Ja, das ist Wahnsinn. Also, wir haben definitiv verdammt viel Gold gesammelt. Das ist schon, das steht schon mal fest. Das scheint so, ja. Wir alle schon mal die Werkzeuge fertig machen, upgraden. Ja, die könnten aber, wenn wir hochkommen, alles eingeschmelzt haben. Oh, guck mal da, Diamant. Ein einzelner Diamant. Ich leg's oben wieder in die Truhe. Wir graben uns in die Knochen rum. Ich hab ja auch noch ein bisschen was von diesem Chopper-Zeug. Chopper-Bar. Kann ich auch in die Truhe packen. Wunderbar. Hier, unser Dude genießt hier gerade die meiste Screentime. Ja, das wechseln wir jetzt ein bisschen ab hier. Das nächste Mal geht ein anderer mit oder andere, zwei andere. Einer ist ja leider gestorben. Das bedauern wir sehr. Ja, das Ami Tropi musste erstmal ins Pokémon Center zurück. Ja, wir trauern. Ne? Aber ich mag Schwester Joy, von daher war das ganz gut. Ah ja, so ein bisschen flirten noch nebenbei, ne? Ich knack. Ja, das ist mir dabei, das ist schon ein gefährliches Pflaster. Oh, wie heroisch! Oh, Hydropi. Alter, was geht hier ab? Alter, hier ist auch wieder Unmengen Gold, das gibt's. Ich sag ja, das ist der Wahnsinn, der Planet hier. Wer wollte hier weg? Der kriegt jetzt. Wer hier weg wollte, bekommt keine Upgrades. Gut ist. Hat jemand noch Silbererz? Nein. Wir haben einiges, sobald wir hochkommen. Ohne Ende, Madame. Sobald die einen hochbekommen, haben die einiges, du. Ich hab schon einen oben. Alter, wie kannst du da unten nur die Kreissägeblätter hinpacken? Bist du des Wahnsinns? Ey, das ist die Feuerkammer. Da kommt der rein, der sagt, dass wir den Planeten verlassen sollen. Die Nerven. Ich find die Dinger geil. Die sind scheiße. Die können doch so geil sein, aber wenn da jemand reinfällt, stell dir mal vor. Oh Gott. Mal, stell dir mal vor, hey, jetzt pack sie da mal wieder hin. Pack sie mal wieder hin. Das ist ein Noob für den. Warte. Genau, stell dir mal vor. Ist das 40? Ich geh da unten rein und spring mal voll dagegen. Ja, so wie jetzt, so hier. Du springst da so 30 ja, Mal dagegen. Ja, so voll dann gibt's die Kugel. Dann ist man tot. So wie jetzt. Puff und dann ist man weg. Willst du das? Oh, fuck, Alter. Ja, also. Oh, bist du tot? Bin ich tot, immer voll zermatscht auf dem Boden. Aber ich hab noch Samen für dich. Da bin ich der letzte Überlebende. Echt? Diese Zweideutigkeit. Aufnahmezeit ist eh vorbei. Nein, nicht jo, die ist eh vorbei. Ich würde mal sagen, dann machen wir noch eine Verabschiedung, Leute, hier, ne? Sag mal, tschüssi. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.